KinoCast. Ja, könnte ich vielleicht auch noch mal. Erzähl doch mal. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo, geht's endlich los hier? Ja, wir sind am Start. Unser Server, am Stissel, der Whistle, Rizzle, Dizzle. Unser Server manchmal nicht so, deswegen vielleicht mal kurz noch eine Erläuterung, wenn ihr diese Folge jetzt hört. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann ihr die hören könnt, denn um das mal kurz zusammenzufassen, ich hatte es auch auf Twitter schon mal ein bisschen geschrieben gehabt, weil auch gerade auch auf Patreon, für die, die uns da unterstützen, dass die Bescheid wissen, warum keine neuen Folgen kommen und warum die Seite offline ist. Es gab einen Großbrand in einem Rechenzentrum in Straßburg, wo wir auch unter anderem unseren Server stehen haben. Und das ist jetzt, gehört zu einem, ja, zu einem Konzern OVH. Das ist einer der größten Cloud-Anbieter Europas. Den kennt aber jetzt kaum jemand, weil wenn ihr euch, was weiß ich, die, dem normalen User sind vielleicht solche Sachen wie 1 und 1 und Strato und wie sie alle heißen bekannt. Und ja, da klickt man sich so seinen Server, aber wo die dann letzten Endes liegen, die liegen dann wiederum in solchen großen Cloud-Rechenzentren, wie zum Beispiel bei OVH. Und wir haben einfach diesen Mittler übersprungen und sind direkt, haben uns dort einen Server gemietet. Und dort gab es einen Brand, da ist eine sogenannte USV, also eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, die aus Batterien besteht, ist in Brand geraten. Und wie man es vielleicht gesehen hat, wenn so zum Beispiel mal ein Elektroauto brennt, dann brennt das einfach mal. Da kann man nur zugucken und kann es nicht löschen, weil die Batterien, wenn die einmal Feuer fangen, dann geht es richtig ab. Und so war es da auch. Das heißt, die Mechanismen, die normalerweise für einen Brandschutz da sind, die haben da nicht so richtig gegriffen. Also es gibt dann auch modernere Möglichkeiten, wo man solche Batteriefeuer dann mit Stickstoff löschen kann. Das haben die dort nicht gehabt. Und ja, dann blieb es halt nur, erstmal alles vom Strom zu trennen, und da sind auch mehrere Rechenzentren nebeneinander, und es wurde erstmal alles vom Strom getrennt, auch die nicht betroffenen Rechenzentren, damit die Feuerwehr mit Wasser, ja richtig, Wasser, mit Wasser löschen konnte, denn sie wussten sich nicht anders zu helfen, weil das wird natürlich sehr, sehr heiß, wenn das brennt, und die hatten Angst gehabt, dass das Gebäude zusammenstürzt, was schlimmere Folgen haben könnte, wie zum Beispiel bei 9-11 ist ja auch so ein Gebäude aus Stahlträgern einfach mal zusammengestürzt, und das Ding war ja auch so ein Stahlkonstrukt. Und ja, das war der Punkt 1. Punkt 2 war, unsere Server standen nicht in dem, was gebrannt hat, sondern in dem anderen, die halt vom Strom getrennt waren. Und unser Backup-Server stand zwar woanders, wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, halt in ein komplett neues Rechenzentrum umzuziehen, was aber viel Arbeit bedeutet hätte, alles neu einrichten. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das viel Zeug ist und dann auch so viele Sachen, an die man vielleicht erstmal nicht denkt, irgendwelche Verlinkungen und sonst was. Also haben wir gedacht, wir warten einfach mal, bis die den Strom wieder anknipsen. Das ist auch letzte Woche passiert, eigentlich vor 2 Tagen. Und wir waren wieder online, und ich habe gleich mal die Zeit genutzt, da ein bisschen was zu tun an der Seite. Blöd nur, dass gestern Abend wieder abgeschaltet wurde, weil die Kollegen von dem Rechenzentrumsbetreiber hatten eine Rauchmeldung bekommen und haben natürlich gleich gesagt, ach, um Gottes Willen, schon wieder. Und haben gleich erstmal zur Sicherheit alles getrennt, was zu trennen ging. Auch die sie wieder in Betrieb genommen hatten. Und der Auslöser war diesmal, dass eine Batterie ausgegast hat. Das kann halt passieren, wenn eine Batterie warm läuft. Und emittiert die halt Gase, deswegen. So, das passiert übrigens auch, wenn der Erik warm läuft, der Gas dann auch aus. Genau, das passiert jeden Mal. Und das hat dazu geführt, dass der Rauchmelder angeschlagen hat, und dann gebranntes Kind scheut das Feuer, haben sie natürlich alle Angst bekommen, haben erstmal zur Sicherheit wieder getrennt, Feuerwehr gerufen, die haben alles gecheckt. So, und jetzt versuchen sie aber, das zu umgehen, und deswegen sind wir immer noch oder wieder offline sozusagen. Und heute früh kam eine Meldung, dass es wohl ungefähr 3 Tage dauern wird. Das heißt, wir nehmen heute, also Sonntagmorgen kam die Meldung. Das heißt, Montagmorgen, Dienstagmorgen, Mittwochmorgen. Theoretisch sind wir Mittwoch wieder online. Und ihr könnt die Folge dann am Mittwoch hören. Schauen wir mal. Wenn ihr die Folge irgendwann später erst bekommt, dann wisst ihr Bescheid. Manche haben auch, es wurden auch Probleme berichtet mit manchen Podcatchern, dass manche Podcatcher, wo wir wieder online gegangen sind, gedacht haben, okay, alle Folgen sind neu, und haben angefangen, irgendwie alle 577 Folgen neu runterzuladen.
Dafür möchte ich mich entschuldigen, kann aber nichts dafür, weil die meisten Folgen sind damit, die meisten Podcatcher sind damit total klargekommen. Die haben gesehen, okay, den hatte ich schon mal, das brauche ich nicht nochmal runterladen. Also es betraf nur manche. Und ich selber habe es mit diversen gecheckt gehabt. Also manche, die haben es echt nochmal alles neu runtergezogen und manche, die haben gar nichts gemacht. Und ja, also dann schaut mal vielleicht, vielleicht gibt es einen Podcatcher, der besser funktioniert oder so. Dann, wie gesagt, wir gehen nach, also ihr hört es ja eigentlich nicht. Also entweder ihr hört dann die Folge als eine von 578 neuen Folgen oder ihr habt wirklich nur die Folge jetzt bekommen. Also dann, ja, ich schreibe es auch nochmal auf Twitter, dass wenn wir wieder online gehen, dass ihr vielleicht mal euren Podcatcher checkt. Nicht, dass ihr da irgendeinen Datentarif habt, der euch dann leer läuft. Okay, das in aller Kürze, die Story. Ich bin mal gespannt, was sich die Firma so einfallen lässt. Wenn ich gewusst hätte, dass es so lange dauert, dann wäre man mit dem Backup einfach irgendwo anders hingegangen. Aber ich dachte, ja, wir warten mal und sparen uns vielleicht die Mühe. Aber mittlerweile, ich glaube, wenn es dann nochmal ist, dann sage ich, komm, jetzt. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die jetzt so viel daraus lernen, dass es in Zukunft das allerstabilste Rechenzentrum aller Zeiten wird, dass sie sagen, okay, das darf nie wieder passieren. Gut, das kurzer Exkurs. Jetzt kommen wir natürlich zu den Filmthemen, aber ich dachte, das interessiert vielleicht die Hörer auch mal. Und wir hatten ja in der Sneak Preview der vergangenen Woche hatten wir angekündigt, dass wir den Film Songbird schauen wollen auf Amazon Prime. Und das haben wir jetzt auch getan. Songbird ist einer der ersten Filme, der sich quasi mit dem Thema Corona so richtig beschäftigt, das auch zur Story, zum Hauptanker macht. Und in dem Film geht es darum, dass wir dass es mittlerweile Covid-23 gibt, also schon diverse Mutationen und wir befinden uns jetzt schon leicht in der Zukunft im Jahr 2024. Und hier wird halt dieses Szenario, was wir momentan erleben mit dieser weltweiten Pandemie, konsequent weitergedacht. Dass halt eben, wenn das eben so weitergeht, Mutationen auftreten, wie könnte das dann aussehen? Und hier ist es so, diese Variante, die hat eine sehr hohe Sterblichkeit, die liegt hier bei 50%, weshalb sich die Leute alle von selber eigentlich isolieren. Also Stay at Home muss jetzt nicht mehr von Regierungsseite irgendwie angeregt werden, dass die Leute zu Hause bleiben, sondern auch im eigenen Schutz bleiben die Leute zu Hause, haben so UV-Schleusen entwickelt, die man kaufen kann, wenn dann, was weiß ich, ein Briefträger ein Paket bringt, dann wird das da reingetan und wird damit desinfiziert. Und es gibt aber auch manche, weil ich gerade sage, Briefträger, also manche bewegen sich auch draußen in der Welt. Das sind hauptsächlich welche, die aus irgendeinen Gründen immun sind, die das schon Beispiel mal die Krankheit durchlebt haben und jetzt Antikörper entwickelt haben und immun sind. So zum Beispiel der Motorradkurier, der Nico. Fahrradkurier. Fahrrad? Ja. Fahrrad. Ah, ich lese gerade hier in der Filmbeschreibung, steht Motorrad. Am Anfang war es ein Fahrrad. Ja, am Anfang hat er ein Fahrrad. Er baut ein Motorrad zusammen. Ja, also ein Kurier, sagen wir so. den könnte man kennen aus der Serie Riverdale, wer die geguckt hat. Das war da so der große Liebling. Produziert hat das Ganze übrigens Michael Bay. Und die hatten damals angefangen mit Drehen und dann mussten schon die Dreharbeiten unterbrochen werden, weil die Gewerkschaft gesagt hat, stopp, so geht's nicht hier, Gesundheitsgefahr für alle. Und dann wurde das unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen gedreht. Und dieser Fahrrad-/Motorradkurier, der trägt halt eben Pakete aus und ist da einzige mit, die das ganze Leben noch ein bisschen mit am Laufen halten, weil keiner traut sich mehr so richtig auf die Straße. Und er hat auch so eine heimliche Liebschaft mit einer, die er über so einen virtuellen Chat kennengelernt hat. Und wenn er denen was liefert, dann kann er sie halt nur durch die Glasscheibe sehen, weil sie ist halt nicht immun dagegen. Und das ist so ein bisschen so eine verkappte Romanze, die da auftritt. Und es gibt auch noch so eine Art Konzentrationslager, wo die halt eingesperrt werden, die Krankheit haben. Die nennen das irgendwie Q-Zones. Ist jetzt aber hart ausgedrückt. Ja, die nennen das irgendwie Q-Zones. Ja, wie willst du es sonst nennen, dass die Leute dahin gebracht werden, um dort zu sterben einfach. Ja, weil es gibt ja kein richtigen Mittel dagegen. Die werden einfach hingebracht. Quarantänelager. Ja. Quarantänebereich. Q-Zones haben sie es genannt im Film. Ja. Aber letzten Endes, dadurch, dass halt so wirklich üble Zustände da drin herrschen. Eine der Hauptrollen auch noch, ein bisschen überraschend, Demi Moore spielt da mit. Sie spielt in so einer Familie zusammen mit Peter Stormare, den wir auch zum Beispiel Prison Break kennen. Und die wohnen halt
in so einem Haus und schützen sich und die sind aber, gehören auch irgendwie der reicheren Gesellschaft an und die haben auch verschiedene Geschäfte am Laufen, was am Anfang nicht so ganz klar wird. Die bekommen auch einige Sachen geliefert von diesem Kurier und lassen auch über ihn Sachen ausliefern. Und wir erfahren dann später auch, was es da mit auf sich hat dann. Denn der Fahrradkurier möchte irgendwann auch da gibt es solche Pässe, damit man bestimmte Zonen durchschreiten kann, damit man sich ausweisen kann, wenn man aus bestimmten Zonen raus will. Und das möchte er eben für seine Freundin da besorgen, damit er sie irgendwo in Sicherheit bringen kann. Tja. Und, wie fand das? Wann habt ihr das eigentlich geschaut? Das ist jetzt bei euch auch schon heute. Eine Weile her. Ich habe schon heute erst. Okay. Heute. Habt ihr die Hausaufgaben spät gemacht, muss ich sagen. Ja, wir machen das immer Sonntag früh, damit wir es noch ganz frisch im Kopf haben. Mhm. Damit es sich noch setzen kann auch und damit es auch trotzdem noch präsent ist. Und genau. Außerdem war es rechtzeitig abgegeben. So. Der Hund hat die Hausaufgaben nicht gefressen. Diesmal nicht. Wie fand ich den Film? Also als ich den Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, das wird so ein schnulziges Liebeszeug während einer Pandemie. Hatte ich schon überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber also grundsätzlich fand ich den Film gut gemacht. Die Story selber, also diese Liebesgeschichte und was da sonst noch so passiert, boah, fand ich jetzt nicht so mitreißend. Er war grundsätzlich gut gemacht, gute Schauspieler. Was mich nur sehr stört, einfach ist grundsätzlich das Thema Corona in Filmen und Serien. Ich finde, also ist jetzt komplett meine persönliche Meinung, alle anderen finden das vielleicht total geil. Ich finde es nicht geil. Zum einen möchte ich mich in meinen Serien und Filmen gerne mit einer fiktiven Welt beschäftigen und mich in diese fiktive Welt zurückziehen und die genießen und nicht noch mit Themen, die mir im aktuellen richtigen Leben ständig begegnen, auch noch konfrontiert werden. Zum anderen ist es, finde ich, grundsätzlich schwierig, einen fiktiven Film über einen möglichen Ausgang oder Weiterentwicklung eines Virus oder einer Pandemie zu zeigen, während wir mitten in einer Pandemie stecken und dann auch noch dieses echte Virus, durch das wir gerade alle durchgehen müssen, das alle durchleben müssen, als Grundlage zu nehmen. Es ist ja nichts Fiktives. Das ist nicht wie bei Contagion, wo es einfach um eine krasse Grippe geht, die alle, also auch weiß ich nicht, teilweise auch schon fiktiv auch wirkt, ja, für uns war das damals alles fiktiv und nicht glaubwürdig und unrealistisch, aber so einen Film in einer Zeit zu machen, wo wir das alle persönlich durchleben und das dann nochmal auf die Spitze zu treiben und zu sagen, hey, bei uns in unserem Film sieht es in 4 Jahren so aus oder in 3 Jahren so aus, was macht denn das mit den Köpfen der Menschen, die eh schon nicht mehr wissen, wie sie mit der ganzen Situation umgehen können. Und ja, die müssen sich den Film nicht angucken, klare Sache. Aber die werden sich den vielleicht trotzdem angucken und sagen, ach du Scheiße, vielleicht geht es ja wirklich so weiter. Und das finde ich halt extrem schwierig. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich keine Filme und keine Serien gucken, die mich mit Covid-19 oder Covid-23, wie es in dem Film heißt, konfrontieren, wenn ich das jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit durchlebe. Und jeden Tag, wenn ich die Fernseher anschalte und die Nachrichten sehe oder mein Handy eine neue Push-Nachricht gibt, weil es wieder irgendwelche neuen Verordnungen gibt. Ich weiß nicht, ob ich das will. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich den Film wirklich gut finde. Er war gut gemacht, er war eine tolle Schauspieler, aber ich fand einfach den Zeitpunkt für den Film einfach nicht gut gewählt. Dass es, wenn die Pandemie zu Ende wäre, wenn das Virus weg wäre und man würde sagen, jetzt bringen wir den Film raus und spinnen die Idee einfach weiter, aber wir haben es ja besiegt, wäre es, glaube ich, besser gewesen. Aber ich weiß nicht, ich finde es nicht gut. Mir gefällt es nicht. Ja, aber es wird auch meistens über irgendwelche aktuellen Sachen dann auch Filme gedreht und so. Ja, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir drin leben, sondern später. Weißt du, also Boston Marathon war später, Event Horizon war später, 9/11 war später, diese ganzen Filme wurden Jahre nach den Katastrophen gemacht. Event Horizon habe ich verpasst. Das ist die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Ach so, stimmt. War das nicht Alter. Der andere Film mit Lawrence nee, das Event Horizon war das mit den Weltall? War das Event Horizon war doch hier mit Nein, wie hieß denn der mit der Ölkatastrophe? Der hieß doch so ähnlich.
Egal, ihr wisst, was ich meine. Ich meine den mit Mark Wahlberg. Event Horizon ist am Rande des Universums. Ich weiß, welchen du meinst. Ich komme aber gerade auch nicht auf den Namen. Wie heißt denn der? Aber der war gut. Der war gut. Und die, aber das war alles aber Jahre später, wo Deep wir das Water alles... Deep Water Horizon. Genau. Ich war nah dran. So. Ja, was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir gerade bei dem Thema sind, dass Uwe Boll jetzt einen Film gedreht hat über das Hanau-Attentat, wo er selber gesagt hat, die Hinterbliebenen sollen sich bitte den Film lieber nicht anschauen. Also das ist doch auch ziemlich heftig, oder? Ich finde das schon schwierig. Also, Ich finde das schon schwierig. Vor allem also, Uwe Boll, also ich meine, puh. Nee, also ich... Sag lieber nichts, sonst haut er mir ein paar auf die Mütze, der ist ja bekannt dafür. Also ich sehe das ja ein, dass es manche Dinge gibt, die müssen erzählt werden. Und das ist wie bei The Trial of Chicago 7, den wir vor ein paar Wochen hatten. Das sind einfach Dinge, die müssen erzählt werden. Sie müssen nicht unbedingt in einem Hollywood-Blockbuster erzählt werden, aber viele der Jugendlichen, die wissen doch heutzutage gar nicht mehr, was in den anderen Ländern vorgeht oder was Geschichte war in anderen Ländern. Und die lernen das doch nur durch solche Filme. Das ist auch in Ordnung. Aber warum macht man dann einen solchen Film jetzt, wo wir mittendrin stecken und keiner eine Ahnung hat, wie es weitergeht? Wir wissen doch alle nicht, ob wir dieses Jahr überhaupt noch ein normales Leben führen werden. Gibt ja zwei Möglichkeiten. Und dann kommt so ein Film auf die Platte. Ich weiß nicht, finde ich nicht geil. Gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir stehen das dann alle irgendwie mal durch, wenn nicht die ganzen Covidioten da irgendwie ohne Maske rumrennen und damit wieder sich gegenseitig an, das wird nie was. Anstecken. Oder es ist dann halt wirklich das Szenario wie im Film, dass wir uns alle gegenseitig isolieren müssen und das kann halt auch sein. Aber das als Gedankenspiel finde ich das eigentlich mal ganz interessant, dass man sagt, das ist ja dann wirklich Science Fiction im besten Sinne, dass man sagt, wie könnte das denn weitergehen, jetzt der aktuelle Zustand. Ja, aber ich wäre der Film nicht Thema von unserer diesjährigen Episode gewesen, hätte ich ihn mir nicht angeguckt, weil ich mich mit diesem Thema momentan nicht mehr auseinandersetzen kann und will. Ja, verstehe schon, dass man da überdrüssig ist, weil man einfach zu viel davon hat gerade. Aber es wird... Es gibt eine neue Staffel von einer meiner Lieblingsserien, Bull, gibt es jetzt die neue Staffel, 5. Staffel. Und auch da wird Covid zum Thema. Da geht es halt darum, dass... was jetzt passiert, wie sie jetzt ihren Job machen sollen während dieser Pandemie und immer die Maske aufhaben müssen und keine Ahnung, Gerichtssaal und so. Und ich frage mich wirklich, warum muss denn das sein? Warum können wir nicht einfach unsere Serien so lassen, wie sie waren? Fiktive Geschichten, in die wir uns reinflüchten können, gerade in so einer Zeit. Ich mag schon gar nicht mehr den Fernseher anmachen. Deswegen läuft ja auch bei mir auch die ganze Zeit Formel 1, irgendwelche alten Rennen, weil ich mir das gar nicht alles angucken will mehr. Weil überall, auch Grey's Anatomy hat es jetzt zum Thema gemacht, jede größere Serie nimmt sich das als Thema. Ja, das ist doch und das halt nervt jetzt auch mich. Thema überall. Ja, aber es nervt doch. Man guckt sich doch solche Serien an, um nicht mehr an die Arbeit zu denken oder nicht dran zu denken, was weiß ich. Also ich nehme das als Auszeit für mich, ja, um mich irgendwo aber anders die machen hin vielleicht zu flüchten. Nicht, die wollen vielleicht damit auch was sagen. Ja, sagen, das ist okay, ja auch in Ordnung, aber ist ja so, manchmal also sogar ich gucke es deswegen komisch, jetzt nicht mehr an. Wenn man sich jetzt irgendwelche Sachen anguckt und sieht plötzlich einen Konzertausschnitt mit ganz vielen Leuten, dann weiß man, okay, das ist ja jetzt gerade nicht so. Und deswegen gerade die Serienmacher, die versuchen ja auch immer relativ schnell am Puls der Zeit zu sein. Und das ist ja nun mal gerade Stand der Dinge, dass wir eine Maske tragen sollen, um uns nicht gegenseitig anzustecken. Und so ist es halt. Warum sollen die da heile Welt vorspielen? Dann musst du halt irgendwelche brasilianischen Soaps gucken oder so. Ja, aber Ziel dieser Serien ist ja auch so realitätsnah wie möglich zu sein und deswegen. Deswegen wurde ja auch gerade bei Friends oder bei How I Met Your Mother wurden ja auch öfters mal so wirklich total aktuelle Themen reingenommen und die waren auch relativ nah dran noch an der Aktualität. Ja, und bei How I Met Your Mother, die haben nie was von Covid erzählt. Ja. Kann man auch nochmal alles gucken oder Friends. Toll. Das ist jetzt auch nur meine Denke, dass ich das einfach aktuell alles gar nicht will. Ja, es geht ja allen das sehen irgendwie will, so, dass, ich mein? Dass bei allen irgendwie zu viel ist, aber man kann ja nicht die Serien und Filmemacher dafür verdammen, dass sie das jetzt als Thema mitnehmen. Das, ja? das tue ich nicht, so. Ich tue sie ja nicht verdammen, ich gucke nur einfach die Serien dann nicht mehr. Ja, und das bleibt dir ja überlassen. Ich meine, das ist ein Angebot, es ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, oh, jetzt guckt die Kate aus Stuttgart, guckt jetzt unsere Serie nicht mehr, jetzt müssen wir irgendwas ändern, sondern wahrscheinlich... Habe ich auch nicht gesagt. Ja. Aber ich du sag weißt, nur, das ist weißt, Film, ich dass mein. Ich es anstrengend finde, deswegen fand ich auch den Film Songbird anstrengend. Dafür ja, hast kommen wir mal zum ganz Thema gute zurück. Wertung gegeben eigentlich hier. Ja, weil er an sich gut gemacht ist. Okay. Und die Schauspieler waren ja auch gut.
Also ich habe es in die Suchmaske von Amazon eingegeben und habe es gefunden. Ach so, du hast gar nicht gesehen. Doch, natürlich, ich habe ihn auch gesehen. Und ja, ist halt ein Film, passend zum aktuellen Thema, kann man jetzt kontrovers drüber diskutieren, ob gut oder ob nicht, dass das Thema aufgreift. Ich fand es dahingehend relativ interessant zu sehen, in welche Richtung es sich entwickeln kann, könnte. Ich bin mir relativ sicher, dass wir uns in diese Richtung nicht entwickeln werden, weil uns dafür einfach die digitalen Voraussetzungen fehlen, zumindest in Deutschland. Deswegen bin ich, was das angeht, relativ entspannt. Können wir uns auf die Server nicht verlassen. Ja, genau. Und ja, also dieses Fiebermessen oder dieses Virusmessen per Handy, indem man einfach in die Kamera reinschaut und gescannt wird und dann, oh, da ist aber was im Gehirn nicht in Ordnung. Alles klar. Also wenn mein iPhone oder mein Android-Phone oder mein, was weiß ich was, mein Windows-Phone das jetzt kann, dann absolut Respekt und macht mir auch ein bisschen Angst. Aber okay, nein, war halt wirklich eine Weitererzählung, war versucht reinzubringen, Familiendrama, Korruption, bisschen größere Liebesgeschichte und blablabla. War relativ gut besetzt, waren sehr viele bekannte Gesichter dabei. Wirkte auf mich allerdings am Ende des Tages ein bisschen lieblos zusammengestückelt. Die ganzen Verbindungen untereinander waren nicht komplett logisch und nachvollziehbar. Manche Sachen, wo ich echt gedacht habe, so, ey, what the fuck, wollt ihr mich verarschen? Also da ist eine Szene gewesen, da dass das verhinderte Liebespaar ist Tür an Tür, er im Hausflur, sie innen drinnen und oh, wir dürfen ja nicht und weil der Virus wird über die Luft übertragen und du siehst halt von innen heraus, wie unter der Türe Licht durchscheint, also überhaupt keine dichte Türe, sprich, wenn der draußen da schon reingeatmet hätte, oh, dann wär's schon da. Also ja, es sind so ein paar doppeltes Fehler einfach in dem Film gewesen, so Logikfehler, die ich echt schade fand. Was ich interessant fand, war, dass Demi Moore immer noch mit Knarren umgehen kann. und zwar gewaltig, aber auch Demi Moore ist echt alt geworden. Ja. Und sie hat die ganze Zeit eine Brille auf. Wir alle. Ja, ich werde noch besser immer. Das ist das Ding. Ja, also ich tat mir wirklich ein bisschen schwer mit dem Film. Und ja. Ich fand ihn auch nicht so richtig rund. Man hat halt gemerkt, dass er ein bisschen zusammengestückelt war, wo sie hier mal was gemacht haben und da mal was. Und, ja. Was ich aber also, ganz cool... Also, ja? Ich fand Alexandra Daddario fand ich ganz interessant. Ja, die ist immer super. Die ist, also, haben wir schon in vielen klasse. Rollen gesehen, ja. Ja, die ist klasse. Ja, man hat halt wirklich, was ich halt sehr schön fand, dass sie diese ganzen leeren Straßen von L.A. auch so ein bisschen mit die Szenerie genutzt haben. Die mussten sie ja gar nicht absperren, die waren halt einfach leer, wo das damals war, wo das richtig losging mit der Stay-at-Home-Kampagne und so. Ne? Das fand ich echt krass. Also da habe ich ein bisschen drüber nachgelesen und die mussten nichts absperren. Also die ganzen leeren Straßen, die man da so sieht, die sind halt echt da. Und das ist schon krass. Also fast, es gab mal einen Film mit Tom Cruise, Vanilla Sky, ein Remake von so einem spanischen Film, April Los Ojos. Und da geht es halt auch darum, da gibt es so eine Szene, da ist er irgendwie auf dem Times Square und den haben sie da komplett abgesperrt, damit er leer ist, damit es so richtig gruselig aussieht. Und hier hast du einfach mal so eine ganze Stadt, wenn er da so durchfährt, da siehst du niemanden, nichts. Ja, fährt er mit seinem Fahrrad oder Motorrad da durch. Aber ja. Ich habe einen ganz guten Satz gelesen hier, ich glaube bei Filmstarts oder Moviepilot oder sowas war es gewesen. Das war jetzt mal der erste Film, der sich mit dem Thema beschäftigt, so richtig. Es ist bei Weitem nicht der beste und es werden, denke ich mal, noch bessere kommen, die The Cat dann wahrscheinlich nicht schauen wird. Aber warten wir einfach mal ab, was da noch so passiert und was da noch kommt. Ich denke mal so, kann man durchaus mal gucken. War jetzt nicht das Schlechteste, deswegen gebe ich auch 6 Punkte. Und bevor wir weitermachen mit der Wertung, lieber Erik, die Kate ist gerade rausgeflogen, der ihr so. Studio-Link ist eingefroren. Ich weiß nicht, hört ihr mich wieder? Jetzt ist sie wieder da. Ach, da ist sie doch hier. Ja, es war irgendwie alles eingefroren und ich habe nicht mehr gesehen, ob ich gemutet bin oder nicht. Und dann habe ich einfach Neuladen gemacht und jetzt wusste ich nicht, ob ihr mich hört oder nicht. Ich wollte aber nicht einfach reinquatschen. Wir hören dich. Habe mich deswegen geräuspert, aber hat mich keiner gehört. Wir hören dich. Deine Wertung bitte. 7 Punkte. Du hast am heftigsten kritisiert und gibst doch die beste Wertung. Das ist
kurios, aber gut. Ich bin auch bei 6 Punkten, weil ist mal interessant zum Anschauen. Tut jetzt keinem wirklich weh, aber ja. Ich glaube, es sind eigentlich 5 plus Alexandra Daddario. So, wobei es kein Ana de Armas-Bonus ist. So. Ah. Ja, dann wären es 10 Punkte, oder? Nee, 12. Ich war letztens in irgendeinem Reddit-Forum, da waren so Memes und so und da haben die gerade Knock Knock aufgegriffen. Da waren etliche Ana de Armas irgendwie. Ja. Kate, wie sieht es denn aus mit den Sneak-Tipp für die nächste Woche und was gucken wir da so? Also, nächste Woche, also quasi ab morgen oder wann auch immer ihr die Sendung hört, liebe Zuhörer, irgendwann schauen wir auf Netflix einen sehr positiven Film und der heißt Yes Day. Habt ihr vielleicht den Trailer schon mal gesehen? Ich freue mich sehr drauf. Gab's könnte nicht lustig so einen werden. Film mit Dings hier, wo der immer Ja sagen musste. Hier, wie hieß denn der? Der Ja-Sager. Ja. Nee, da geht's nicht darum. In dem Yesterday geht's darum, dass die Kinder ihren Eltern vorwerfen, dass sie ständig Nein sagen und sie gar nicht mehr lustig sind und gar nichts mehr erleben und sie dann den Yesterday ausrufen und die Eltern zu allem, was die Kinder vorschlagen, Ja sagen müssen. Und das sah im Trailer sehr witzig aus. Sollte ich auch mal ausrufen? Bei mir ist es umgekehrt, wenn ich sage, hier, kannst du mal mithelfen, Tisch decken? Nein. Also, die Kinder machen sage, ja die Ansage und die Eltern sagen. Ich sage ja, ich sollte es mal andersrum hier zu Hause einführen. Ja. Dass die Kinder Ja sagen müssen. Das wäre schlecht. Okay, klingt spannend. Und, Yesterday. Ja, ohne für Corona. Die, in Klammern. Ohne Corona. Und für die nächste Woche haben wir uns auch wieder auf Netflix eingefunden. Da lautet ein Tipp, der nicht eingetragen ist. Wenn ich ihn vergessen habe. Erik, wie ist der Tipp? Irgendwie das Alien von nebenan oder so ähnlich. Ja, genau. Das Alien von nebenan. Glaube ich. Ja. Ich habe dir gesagt, du sollst eintragen. Ich? Ach so. Dann trage ich es mal ein. Bitte. So. Ich bitte die Stille zu entschuldigen. Ich muss das hier eintragen. So, jetzt haben wir es. Dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Heimkino. Neu auf Amazon Prime. Seit ein paar Wochen. Der Film Prince aus Zamunda, Teil 2. Oder, wie heißt der? Coming to America. Coming to America, ja. Ja. Coming to America. Weil der erste hieß, glaube ich, im Original Coming to America. Ja, im Deutschen heißt es einfach nur Der Prinz aus Zamunda 2. Ja. Und geht darum, dass quasi die Zeit ist in Echtzeit vergangen von Prinz aus Zamunda. Und wir sehen Eddie Murphy in seinem Heimatland in Zamunda, nun als großer König. Und ja, er hat auch Kinder. Ja, Moment, noch nicht ganz als großer König, weil sein Papa lebt ja noch. Ach so, ja, so war es gewesen. Ja. Zu Beginn, aber was weiß ich schon. Ja, willst du es zusammenfassen, dann kannst du mal machen. Ich glaube, du bist da. Ja, also wir sehen, die Zeit ist in Echtzeit vergangen. Soweit waren wir schon. Und, ja. Eddie Murphy, also Prinz Akeem ist immer noch Prinz Akeem, weil eben King Jaffe Joffer noch lebt, also James Earl Jones ist noch am Leben und alles, aber redet schon davon, wie es wohl wäre, bei seiner eigenen Beerdigung geweiht sein zu wollen und möchte dann auch seine eigene Beerdigung haben, bevor er stirbt und dann feiern sie seine Beerdigung und just auf dieser seiner Beerdigung stirbt er dann auch wirklich, was Prinz Akeem zu König Akeem dann macht. Und wir erinnern uns ja, vielleicht die einen oder anderen haben es ja bestimmt vielleicht den ersten Teil gesehen, als der Prinz aus Zamunda in die USA ging, um dort eben eine Frau zu finden, weil er nicht mit der Angebotenen heiraten wollte oder die nicht ihm vorgegebene heiraten wollte, weil er wollte eine Frau mit freiem Willen und eigenem Gedankengut und blibablub und allem. Wuff. Und ja, eben genau. Das ist dann diese Dame, zu der er im ersten Teil sagt, ja, spring auf einem Bein und belle wie ein Hund und sie macht ja alles, was er sagt und das will sie ja nicht. Und jetzt, also 30 Jahre später, hüpft sie immer noch auf einem Bein und bellt wie ein Hund. Das ist komplett ein bisschen albern.
Dabei ist auch wieder Sammy, also Arsenio Hall, an seiner Seite als sein Berater und sein bester Freund. Und ich feiere Arsenio Hall einfach. Ich mag den total. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das ist total cool. Ich finde den einfach, der ist mega cool, der Typ einfach. Und dann gibt es natürlich den großen Gegenspieler mit General Izzy, gespielt von niemand anderem als Wesley Snipes. Und das war auch da so hat's mich geil. Wirklich zerlegt. Also bei Wesley Snipes hat es mich wirklich zerlegt. Der spielt diese Rolle von General Izzy, aber sowas von absolut abgefahren, lustig. Das ist richtig, richtig cool gewesen. Also ist einer der wenigen Punkte in dem Film, wo ich richtig, richtig cool fand. Und die Geschichte ist eigentlich auf dem Pappendeckel erzählt, weil General Izzy ist ja der große Militärgegenspieler und der möchte eigentlich in die königliche Familie rein heiraten, am besten, weswegen ja eine der drei Töchter von Prinz Akeem eben den Sohn von General Izzy heiraten soll und dann kommt raus, oh mein Gott, ich habe ja in den USA einen Bastard, also einen unehelichen Sohn und also sie reden im Film die ganze Zeit von Bastard, my bastard son und sowas. Deswegen habe ich das jetzt nur so, also nicht, dass ich hier irgendwelche Ausdrücke oder Bezeichnungen, Und den bringt er dann mit eben nach Zamunda, also er findet ihn, bringt ihn mit samt seiner Mutter mit nach Zamunda, mit der er damals den One-Night-Stand hatte. Und natürlich taucht dann eine Tochter auf von General Izzy und die sollen dann sollen die heiraten, aber er verliebt sich eben in seine Friseuse. Und ja, dann geht es nochmal zurück in die USA, wobei ich mich immer frage, okay, wie schnell fliegen die eigentlich von Zamunda in die USA? Das ist schon zackig. Es wird ja nie genau spezifiziert, wo das liegt. Das ist vielleicht so. Ja, aber das aussieht, es sieht schon so ein bisschen afrikanisch aus teilweise. Aber vielleicht ist es auch in der Nähe von Kuba oder so. Keine Ahnung. Ja, aber keine Ahnung, auf jeden Fall geht es dann wieder um die wahre Liebe. Du weißt doch, die haben Technik aus Wakanda, die können da schnell hin. Ja, stimmt. Wakanda ist übrigens auch kurz Thema in dem Film. Und, ja. Also, wie gesagt, dann kommt noch die ganze Familie aus Queens rüber, alle kommen rüber, dann gibt es eine riesen Feier und ich habe nur darauf gewartet, dass sie irgendwann sagen, der King. Erst war es ja der Prinz aus Queens. Ja, genau. Der King of Queens hat noch gefehlt, ja. Dann kommt es natürlich noch zum großen Showdown auch mit General Izzy und allem, weil und ja, darum geht es im Groben und es ist quasi die logische Fortsetzung von Prinz aus Zamunda, wie man es einfacher hätte als Drehbuch, glaube ich, nicht schreiben können. Also es ist so einfach puh. Es ist nichts Neues, es sind ganz viele alte Sachen wieder aufgegriffen. Sei es der Friseursalon, in dem Arsenio Hall und Eddie Murphy als Vielfaches da sind. Ah, oh, das war so die ganzen lustig. Figuren. Die Typen, die alle Eddie Murphy spielt. Ah, oh, das ist so herrlich. Ja, aber nicht alle, ne? Arsenio Hall spielt ja auch welche. Und auch dann die Sänger und die Priester und alles. Also die ganzen Figuren aus dem ersten Teil, wo du dich echt immer gedacht hast, was geht hier für ein fucking freaking Film ab, tauchen halt alle nochmal auf, kriegen alle nochmal einen Auftritt sozusagen. Es ist ein schönes Revival, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, die Welt hat diesen zweiten Teil gebraucht. Da möchte ich widersprechen. Ich fand das gerade, und ich meine, die Kate hat es vorhin erwähnt, so Covid hängt allen zum Hals raus und das Ganze, ich fand das so schön, das jetzt mal zu gucken, du wirst ja in diese heile Welt entführt hier und das sind so viele schöne Reminiszenzen an den alten Film drin und auch der Sohn hier, der uneheliche Sohn, gespielt von Jermaine Fowler, den man ja auch kennt, so als Comedian und er hat ja auch schon viele coole Sachen gemacht. Der ist einfach großartig, wie der das so rüberbringt und mir haben die Nebenrollen alle gefallen. Das war halt so, so leicht Borat-mäßig, so ein bisschen drüber, so wie hier der Diktator Borat. Allerdings nicht ganz so fies und ganz so abgefahren. Es war wirklich auf eine angenehme Art drüber, auch wenn die dann immer so getanzt haben wie wild und dann die ganzen Gastauftritte von den Leuten. Oh, Morgan Freeman fand ich großartig. Ja, wollen wir nicht zu viel spoilern, wer da alles auftritt. Aber ich fand das sehr, sehr cool gemacht. Das war halt so ein rundes Ding mit viel Musik und mit allem Pipapo. Es hat mir einfach richtig. Achso, ich habe am Anfang habe ich es auf Deutsch, weil hier ist per Default mir eingestellt. Hat es mich nicht so. Und dann habe ich auf Englisch umgeschaltet, speziell als Jermaine Fowler, weil der hatte, den kenne ich von seinen Comedy-Auftritten halt mit seinem Original-Slang.
und das wollte ich einfach hören und ab da hat es mir richtig gut gefallen. Auch dann ist ja auch, weil Eddie Murphy hat eine neue Synchronstimme. Ja, aber der hat es gut gemacht im Deutschen, fand ich. Hat gut gemacht. Ja, aber mich hat das Deutsche überhaupt nicht abgecatcht, weil ich das echt anstrengend fand irgendwie. Und auch glaube mal wieder, der ein oder andere Witz einfach nicht richtig gezündet hat. Und ich habe es dann auf Englisch umgeschalten, aber manche haben ja so einen Slang da reingehauen. Ja, deswegen gibt es ja auch Untertitel zur Not, wenn einem mal ein Wort entgeht. Ja, das hätte ich teilweise echt gebraucht. Aber dann auch, was weiß ich, hier die Originalstimme von James Earl Jones und Wesley Snipes, das ist schon, wenn man das, ja. Es hat einen ganz anderen, also es hat bei mir dann viel mehr gezündet, dann das Ganze. Als ich es auf Englisch umgeschaltet habe mit Untertiteln und auch dann in diesem Barbershop da, die Leute, ey, das ging hin und her und her und hin und hat mir echt Spaß gemacht, wirklich, also das, ich habe erst gedacht so, wenn die das so aufgießen wieder nach so vielen Jahren, das hat meistens nicht gut funktioniert bei anderen Filmen und Serien, wenn sie das irgendwie nochmal versucht haben, aber hier hat es wirklich gut funktioniert, also mir hat es sehr gut gefallen. Ja. Deswegen ja. 7,5 von 10 bei mir. Ich weiß, der Film, so viel. Der wird ziemlich, aber wenn es einmal den Nerv getroffen hat, ne, ich meine, dann. Ja, natürlich ist ja immer so. Ich meine, ich habe ja auch bei Borat 2 mir jetzt immer sagen lassen, und muss mir immer wieder sagen, dass der auch brutal gut wäre und der hat ja auch irgendwelche Preise schon gewonnen. Und den fand ich auch echt nicht gut. Also ich habe ihn bei 5,5. Der Film tut keinem weh, der Prinz aus Zamunda. Es gab ein paar echt nette Szenen, ein paar echt lustige Szenen, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich den Film wirklich gebraucht hätte. Ist schade, ich habe mich drauf gefreut. Vielleicht habe ich auch zu hohe Erwartungen einfach gehabt. Da waren noch so manche Szenen drin, die dann riesig aufgebaut werden und dann überhaupt keine Belang mehr haben. Zum Beispiel diese in Anführungszeichen Mutprobe, wo ja da dieses ja. Haar. Ja, ja, das fand ich aber mega. Also das hat bisher. Aber was ich noch sagen wollte, warum ich auch in der Wertung drin bin, ich fand Eddie Murphy hat ein wenig als Prinz Akeem etwas hölzern gespielt. Ja, ich weiß nicht, ob sie den künstlich verjüngert haben oder so. Also da hat mir echt was gefehlt. Die anderen Rollen, wo er drin war, das fand ich witzig, das war cool, aber als der Prinz da, also als Akeem, das fand ich echt ein bisschen hölzern, seine Darstellung da, aber okay. Ja. Kate, du hast es nicht gesehen, ne? Du kennst wahrscheinlich auch den alten Film nicht, oder? Das war vor deiner Zeit. Ich habe den, glaube ich, mal gesehen, aber war jetzt nicht so meins. Also es ist wirklich schon Jahre her. Wenn du mal aus dem Corona-Alltag entfliehen willst, dann guck dir den mal an, der ist sehr bunt, Musik, ein bisschen lustig. Genau, ja. Den kann ich dir empfehlen. Okay, ihr beide habt noch einen Film geguckt, den ich auch schon vor längerer Zeit mal gesehen hatte. Dann bin ich mal gespannt, wer von euch möchte denn Unhinged. Ja, die Kate natürlich. Unhinged, außer Kontrolle hieß der, glaube ich, ne? Unhinged. Ja, Unhinged haben wir nachdem angeguckt. Wir den nicht also geguckt ich habe ihn angeguckt. Als der auf Sky lief und ich ihn euch empfohlen habe, dann jetzt auf Amazon Prime war es, ne? Genau, ich habe ihn geguckt, als er auf Prime kam, weil ich glaube, bei Sky hätte man ihn kaufen müssen. Nö, ich habe den ganz normal geguckt hier. Der lief doch. Ich weiß es nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen habe ich ihn nicht geguckt. Und jetzt kam er im Prime. Dachte ich, jetzt muss ich ihn gucken. Und Chris hat ihn auch dann noch nachgeholt. Und zwar lernen wir in dem Film eine junge Mutter kennen, die Rachel, die mit ihrem Sohn und ihrem Bruder und dessen Freundin irgendwie zusammenleben und die haben alle immer irgendwie Geldprobleme und sie ist irgendwie immer auch mal spät dran und alles hektisch und so und eines Tages ist sie wieder mal spät dran, um ihren Sohn zur Schule zu bringen und das ist wohl eine längere Autofahrt zu der Schule, aber sie probieren es trotzdem immer pünktlich zu sein, schaffen es aber meistens nicht, so wie ich das rausgehört habe. Und sie wollen dann irgendwie einen Umweg fahren und stehen dann vor einem großen, was war das, SUV, Jeep, was auch immer. Und die Ampel wird grün, aber der fährt nicht. Und sie hat es ja eilig und ist eh schon spät dran. Also hupt sie ihn an, also so ein heftiger Huper, kein so ein höflicher Huper, so ein heftiger Huper und überholt ihn rechts und fährt um die Kurve und steht dann quasi wieder in einem Rückstau, wo er dann neben sie hinfährt und will, dass sie das Fenster runterlässt. Und in diesem Wagen, in diesem großen Wagen sitzt Russell Crowe, wie heißt denn der? Der hat gar keinen Namen. Ich glaube, der hat gar keinen Namen.
Auf jeden Fall der Man. Der will dann mit ihr drüber reden, warum sie so unhöflich zu ihm war und warum sie so gehupt hat. Und man kann ja auch nett hupen. Und sie will sich aber nicht entschuldigen, weil er ist nicht gefahren. Also sie denkt halt, sie ist im Recht. Und er denkt, er ist im Recht. Und sie entschuldigt sich nicht. Und dann droht er ihr mit dem schlimmsten Tag ihres Lebens. Und da entwickelt sich dann tatsächlich auch so. Sie setzt ihren Sohn in der Schule ab und muss tanken. Will sich mit ihrem Bekannten in einem Diner treffen, muss aber vorher tanken. Und an der Tankstelle taucht dann Russell Crowe wieder in seinem riesen Auto auf und macht ihr Angst. Und ab dieser Tankstelle beginnt dann eine wilde Verfolgungsjagd. Sie wird ständig von ihm bedrängt im Auto und leicht so angeschoben und verfolgt. Und das nimmt eine ganz, ganz irre Wendung, dieser Film. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Der Film ist extrem brutal. Also sie mischt sich dann in ihr Leben ein und klaut ihr Handy und alles Mögliche und beschert ihr wirklich den schlimmsten Tag ihres Lebens. Und das, wie es endet, verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber ich hätte nie gedacht, dass mir der Film so gut gefällt. Russell Crowe, heilige Scheiße. Hätte ich nie gedacht, dass der so eine Rolle so krass spielen kann. Ich weiß nicht, hat der für die Rolle mit Absicht zugenommen oder sieht der aktuell wirklich so aus? Ich glaube, der hat nicht mit Absicht zugenommen. Ich glaube, der ist jetzt einfach so. Ja, der ist einfach so, oder? Der ist ganz schön knuffig. Und der, auch dieser böse Blick, den er dann in dem Film so drauf hat und so. Das, also ich hab mich wirklich ein bisschen vor ihm gegruselt. Und ich glaube, das ist genau das, was der Film, glaube ich, auslösen wollte. Dass man selber bisschen Schiss hat vor ihm und vor dem, was noch kommen könnte, weil er hat scheinbar nichts zu verlieren. Ja, das erfahren wir ja gleich am Anfang. Das fand ich, ja, da habe ich eine Zeit lang drüber nachgedacht, ob das eine gute Idee war, das gleich am Anfang zu zeigen, dass er nichts zu verlieren hat, oder ob man die Spannung jetzt quasi so langsam sich aufschaukeln lässt und wir es dann irgendwie mal im Laufe des Films erst erfahren, dass er eigentlich nichts mehr zu verlieren hat. War ich mir ein bisschen unschlüssig, aber der Film hat auch so gut funktioniert. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, ich hätte noch nicht mal dieses am Anfang gebraucht. Mir hätte auch einfach so gereicht, dass der eine absolute Klatsche weg hat. Und dann vielleicht eine kleine Auflösung zum Schluss, okay, aber warum er so drauf ist. Aber ja, krasser Film. Also ich war echt geflasht und ich habe nicht mal mein Handy in die Hand genommen und nebenher irgendwie gespielt. Ich habe die ganze Zeit gebannt diesen Film geguckt und das will bei mir schon was heißen. Der hat mir echt gut gefallen. Chris, ich weiß nicht, wie war es bei dir? Ich verrate jetzt das Ende, die heiraten. Und ab da hat er die schlimmsten Tage seines Lebens. Spaß. Nein, ich fand es gerade süß, dass du Russell Crowe als knuffig bezeichnet hast. Also ja, in der Tat ist vom Gladiator nicht so arg viel übrig geblieben. Knuffig ist total nett. Ja, ist, aber es ist schon krass. Also er spielt es aber auch schon relativ cool und relativ glaubwürdig sogar, dass er wirklich so völlig den Hau weg hat. Was ich ein bisschen bedenklich fand, ist, dass da irgendwie nie auf die Idee kam, ey, lass uns doch mal Polizei rufen oder so. Das kam für mich relativ spät alles erst. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Also wo ich auch gedacht habe, so, ja, okay. Also vor allem gibt es eine Szene, wo sie im Stau stehen oder an der Ampel stehen, eine dreispurige Straße, und er fährt ihr hinten 5, 6, 7, 8 Mal rein. Und links und rechts, vor, dahinter Autos, wo das nicht mitkriegen. Come on. Also ja, man ist wahrscheinlich statt auf sein Handy, hört laut Musik, was weiß ich was, aber trotzdem, das kriegst du doch mit, wenn jemand, und sie kommt nicht auf die Idee, dann einfach zu hupen, um die Leute aufmerksam zu machen, oder ist die Hupe ausgefallen im Auto? Also, und das sind so kleine Sachen einfach auch, wo ich sag, okay, wenn man darauf geachtet hätte, hätte das dem Film sehr gut getan, weil es mehr oder weniger ein bisschen logisches Handeln von Menschen in Stresssituationen gewesen wäre und nicht komplett, oh Gott, ich muss das irgendwie alleine lösen. Ich glaube nicht, dass man so funktioniert. Aber okay, also Russell Crowe sehr cool. Ich möchte auch Karen Pistorius loben. Die fand ich
sehr knuffig in der Rolle. Hat mir auch gut gefallen, um das mal zurückzugeben mit Russell Crowe. Und ja, ist schon ein Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Ich glaube, im Kino wäre der richtig gut gelaufen. Der lief doch. Der war richtig gut. Ja, weil Alternativen gefehlt haben. Es haben Alternativen gefehlt. Nur ich glaube, also wenn es normaler Betrieb gewesen wäre, wäre der ganz gut gelaufen und auch ein längerer Zeitraum. Ist auf jeden Fall ein Film, den man nachholen sollte im Heimkino. Da macht man nichts verkehrt. Definitiv, ja. Aber bei mir ging es ja, ich kann jetzt leider nicht mehr nachgucken, weil unsere Seite offline ist. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich den oder ob ich überhaupt schon mal drüber gesprochen hatte über den Film. Ich habe da auch so reingeschaltet, der fing halt an irgendwie und dachte ich so, na, lass mal nebenbei laufen. Und dann habe ich wirklich alles andere sein gelassen, habe den Film geguckt. Ne? Mhm. Weil der saugt einen, das ist voll krass. Irgendwie so rein. Und es gab mal einer der ersten Filme von Steven Spielberg, heißt Duell. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es auch darum, dass so ein Truck, so ein Mann fährt über die Highways in den USA, überholt so einen Truck und der Truck verfolgt ihn dann immer. Du siehst nie den Fahrer, ja. Es ist immer nur der Truck, der ihn verfolgt. Und das war damals schon so ähnlich von der Art her gemacht wie später der Weiße Hai, wo halt der Weiße Hai dann dieser Truck war und wo der erst sich nur so ein bisschen gezeigt hat und dann so bedrohlich wurde. Und da hat mich deutlich daran erinnert, hier, wobei man hier schon relativ schnell den Fahrer sieht. Und ich mochte das von der Dramaturgie her, war das extrem gut aufgebaut, wie das erst so mit dem Kleinen und wo man denkt, oh, jetzt entschuldige dich doch halt einfach, ne? Und dann hat das Ding Hände, so, die macht es halt nicht. Und dann passiert das und man denkt, oh, mach doch dies und das oder so oder jenes. Aber sie handelt halt auch so, wie man denkt, okay, ja, sie versucht halt dann Hilfe zu holen und sie ist sich ja halt dann selber auch nicht sicher und sie muss ja dann auch irgendwie, sie hat mit mehreren Jobs zu jonglieren, weil sie ja durch die Scheidung hat sie viel Geld verloren und hat sie als Kind auch noch mit drin im Auto und alles. Und sie versucht ja dann noch an der Tankstelle die Leute zu animieren, dass sie ihr helfen. Die machen das ja auch, aber es klappt halt auch alles nicht so gut. Und ja, also fand ich wirklich gut. Also von der Dramaturgie her, wie das aufgebaut war, echt gut. Also den Namen Derek Bort, den muss ich mir mal merken. Oh, der ist in Deutschland geboren. Da heißt er wahrscheinlich Derek Borte. Am 7. Dezember 67 in Deutschland geboren. Hat auch noch sowas gedreht wie American Dreamer. Kenn ich den? American Dreamer? Naja, sagt mir nichts. Sagt mir jetzt auch nichts. Mit Alejandro Hernandez. ja, cooler Film, ne? Was gebt ihr so für Punkte? Ich gebe ihm 8 Punkte. Ich gebe ihm 6,5. Okay. Dann, weil ihr es ja noch nicht komplett gesehen habt, muss ich ein bisschen vorsichtig sein und auch wegen Spoilergefahr. Ich habe mir mal den Zack Snyder Justice League Cut angeschaut und nachdem ich hatte den Original, die Kinoversion von Justice League hatte ich ja auch gesehen. Ich habe schon ein bisschen Mut zu solchen DC-Produktionen, auch wenn sie mich immer wieder enttäuschen, aber es sind halt ab und zu mal auch gute dabei. Allerdings sind die sehr selten bei DC, bei den Verfilmungen. Und so war ich auch bei dem Justice League sehr, sehr enttäuscht. Das war für mich so ein unzusammenhängender Quatsch einfach. Der hat nicht gepasst und das war einfach nur so, mal gemerkt, es waren verschiedene Regisseure am Werk. Da wurde ja dann mitten in der Produktion Joss Whedon dazugeholt, weil von Zack Snyder die Tochter Selbstmord begangen hatte und hat ihm das Studio nicht mehr zugetraut, dass er das gut zu Ende bringt, diese Riesenproduktion. Und dann haben sie es in die Hände von Joss Whedon gegeben, der ja schon für Marvel Sachen produziert hatte. Und hat dann irgendwie so eine, ja, so komische Szene mit so ganz, mit diesem typischen Marvel-Humor da gemacht. Aber es hat halt alles da nicht gepasst, weil der Rest war halt düster und dann kamen mal so dämlich lustige Szenen. Und ja, deswegen, also der Original Justice League, boah, mit dem konnte ich nichts anfangen. Deswegen, es gab ja seit Jahren diese Petition hier, bring Zack Snyder Cut oder sowas. Und als der jetzt erschien auf Sky, der läuft ja quasi auf zwei Kanälen rund um die Uhr, man kann jederzeit reinzappen, habe ich da auch mal angefangen gehabt zu schauen und im Gegensatz zu dem Justice League, zu der Kinoversion, hat mich die gleich am Anfang richtig hart reingezogen. Das ist einfach in Kapitel unterteilt und diese Kapitel sind auch wirklich, ja, die tragen ihren, ja, die, das verdient auch den Namen Kapitel, also es ist halt wirklich so abgeschlossene Teile, die aber zu dem großen Ganzen trotzdem hinführen. Und hier bekommen alle Figuren
der Justice League ihre Hintergrundstory, die im Original in der Kinofassung einfach gefehlt hat. Da waren die halt plötzlich da und plötzlich war dieser comedyhafte Flash da, der immer nur dumme Sprüche gemacht hat, über den sich alle lustig gemacht haben, der überhaupt nichts gerissen hat. Der bekommt hier eine ordentliche Backstory, hat wirklich tolle Szenen, also wirklich komplett neue Szenen. Man hat halt Zack Snyder jetzt freie Hand gelassen und er hat sein ganzes Material verwendet, was er alles noch hatte, und hat sogar 70 Millionen bekommen für neue Effekte und für Nachdrehs und so weiter. Und für mich ist das ein extrem perfekter, runder und epischer Film jetzt geworden. Also ich hab die ganzen 4 Stunden da gesessen. Ich dachte, boah, ist das gut, ey. Ist richtig, richtig gut. Also es ist für mich so auf einem Level mit The Dark Knight. Das ist wahnsinnig gut. Und vor allem, was mich hier so sehr überrascht ist, wie man aus dieser Krütze, die diese Kinoversion Justice League durch Umschneiden und andere Szenen mit rein und eine eingängige Bildsprache und Akteure, wie man daraus jetzt das so drehen konnte, das Ganze, dass das so ein guter Film wird. Das hätte ich nie gedacht. Nie hätte ich das gedacht. Und dann noch der Epilog, wo man auch hier den Joker sieht und so. Das hat ja im Originalfilm alles total gefehlt. Also Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Also wer 4 Stunden Zeit hat, oder jede Kinofan, sollten sich mal 4 Stunden Zeit nehmen und das Ding mal reinhauen. Okay. Also ich habe bisher die ersten 3 Stunden gesehen. Weil ich habe das lief gestern und ich habe da zufällig reingeschaltet, dass es gerade angefangen hat, wo es quasi 2 Minuten gelaufen ist, also quasi der Anfang. Habe gedacht, ach, jetzt lass es laufen, jetzt guckst mal. Und dann kam aber Fußball dazwischen, das heißt, ich habe dann umgeschalten auf Fußball, deswegen fehlt mir die letzte Stunde. Ich bin aber nicht ganz so begeistert wie du. Also ich finde, durchaus ist es ein besserer Film, keine Frage. Ich finde ihn halt nur einfach mit 4 Stunden massiv zu lang. Und ja, es gibt tolle Szenen und tolle Vorgeschichten endlich. Und ich fand die erste Version auch absolute Grütze. Wobei man dazu sagen muss, ich bin jetzt auch kein riesen DC-Fan. Ich mag auch The Dark Knight sehr. Aber das war's dann auch schon. Also ich fand auch Suicide Squad und Wonder Woman und so alles nicht so geil. Hab's zwar gesehen, aber fand's nicht so geil. Und die ersten 3 Stunden waren okay. Also durchaus besser wie vorher. Aber sehr lang und sehr langatmig teilweise. Effekte, ja, ist okay. Aber ich kann halt mit Wonder Woman zum Beispiel überhaupt nichts anfangen. Und also diese ganze Welt, auch mit den Amazonen, die dann auch irgendwann mal vor Jahrhunderten gegen die Atlantianer gekämpft haben. Und ich weiß nicht, ich kann damit irgendwie gar nichts anfangen. Die wirken alle so mächtig, sind aber überhaupt gar nicht, wie wir ja in den Vorgeschichten jetzt gelernt haben. Und ich kann mit der einfach nichts anfangen, die mit ihrem Lasso der Wahrheit, das ist, ich weiß nicht, was das, also, nee, das, weiß nicht, ich kann damit nichts anfangen. Ich werde, denke ich, schon noch die letzte Stunde angucken, um es einfach komplett zu haben, aber es ist definitiv ein besserer Film, aber es ist jetzt keiner, den ich sage, oh Gott, den muss ich jetzt morgen unbedingt nochmal gucken. Wer jetzt 4 Stunden Zeit hat, klar, guckt ihn an, schlechter werden kann es ja nicht, im Gegenteil, es wird besser. Aber ich bin jetzt nicht so gehypt davon und sage, dass es mega gut war. Ich weiß nicht. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja gar nichts zur Story gesagt. Also es beginnt, ja. beginnt damit. Es gibt eine Story? Beginnt damit, ja, dass Story. Superman gestorben ist im Kampf. Und dadurch haben natürlich dann die dunkleren Mächte, wird natürlich kaum noch Einhalt geboten. Und Batman, gespielt von Ben Affleck, der hier auch wesentlich besser rüberkommt als in der Kinofassung. Oh, das hat richtig gut funktioniert hier. Der erkennt halt, dass sie sich für den großen Kampf wappnen müssen, das jetzt noch nicht gewesen ist, und versucht halt die anderen Superhelden zusammenzubringen. Das klappt am Anfang überhaupt nicht, weil die wollen alle nicht mitmachen, und nach und nach klappt es dann aber doch, und wie gesagt, die Superhelden werden auch alle mit ihrer Backstory vorgestellt, und dann müssen sie sich halt wappnen für diesen finalen Kampf, der natürlich ja einige Rückschläge auch bedeutet, und
ja, viel, viel Leid, viel, ja, ist nicht, bei weitem nicht so bunt und so quatschig wie manche Marvel-Filme. Es ist sehr düster und ich mochte das sehr. Das ist halt wirklich die Bildsprache von Zack Snyder und deswegen war ich da eigentlich die ganze Zeit. Ich wüsste nicht, was ich da rausnehmen würde von dem ganzen Ding. Also das war für mich durchgehend so ein Kunstwerk. Ich saß davor, oh, das ist so gut. Und er hat, das Bildformat hat er geändert auf 4:3. Ich finde das einen ganz, ganz klugen Schachzug, weil wenn das dann jetzt irgendwo mal läuft, dann weiß jeder gleich, ach, das 4:3, das ist der Zack Snyder Cut und das kann jetzt niemand durcheinander bringen mit dem Originalen. Und der ist auch einfach so viel besser. Extrem gut. Also finde ich echt gut, auch dass Sky den gebracht hat. Jetzt, wenn HBO Max den in den USA jetzt hat, da muss man das ja extra auch kaufen und so. Und hier bei Sky war es halt ganz normal, bei Sky Premieren mit dem Filmpaket drin. Fand ich extrem gut, ja. Werde ich mir dann auch, wenn es den auf Disc gibt, dann mal holen, damit ich den nochmal wieder gucken kann und so. Fand ich richtig gut. War, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Chris, für dich ist nichts? Du oder hast noch keine Zeit? Oder? Mal gucken, ich hatte noch keine Zeit. Hm. Ja, 4 Stunden hat man auch nicht mal so mal so ja, an einem Vormittag. Ja. Okay, dann war es das schon mit den Filmen für heute. Und schon? Ja, gut, war ein 4-Stunden-Film, da muss man ein bisschen mehr erzählen. Dann gibt es noch ein bisschen was bei News. News. Habt ihr schon was erfahren zu dem Thema Oscar-Nominierungen 2021? Ja, die liegen natürlich vor. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass hier Dings nicht nominiert ist als bester Schauspieler. Ach man, mir fehlen heute echt die Namen. Hier von oh Gott. Du musst uns wenigstens einen Anhaltspunkt geben, dass wir dir helfen. Ja, der Film, den wir zuletzt geguckt haben mit dem Kind in der Wüste. Tom Hanks. Ja, genau. Ich bin erstaunt, dass Tom Hanks nicht von der Wüste ist. Ach so, im Wilden Westen meinst du, ja. Ja, das ist eine Wüste. News of the World hier. Hm. Ich habe übrigens gerade schon das Quiz für heute gewonnen, nur damit ihr es wisst. Ach so. also ich bin erstaunt, dass der nicht hier drin ist. Dass sie nicht nominiert ist. Worüber mich freut, aber ist, dass Gary Oldman nominiert ist. Weil ich ihn einfach verehre. Gary Oldman ist toll. Ah, okay. Gehen wir vielleicht mal Schritt für Schritt. Also bestes Picture, bester Film ist nominiert. Sind 2 Filme, die wir hier schon besprochen haben. Mank und Trial of Chicago 7. Die anderen, Sound of Metal, Promising Young Woman, Nomadland, den will ich auf jeden Fall noch gucken. Minari, Judas and the Black Messiah und The Father, die hatten wir noch nicht geguckt. Bester Regisseur, Chloe Zhao für Nomadland. Die hat ja auch den Globe gewonnen. Thomas Winterberg für Another Round. David Fincher für Mank, Emerald Fennell für Promising Young Woman und Lee Isaac Chung für Minari. Weiß ich jetzt nicht, also habe ich ja, wie gesagt, die anderen noch nicht gesehen. Also Nomadland, ich glaube, das ist so der Riesenfavorit hier. Den will ich auf jeden Fall noch gucken. Und ja, Gary Oldman hat es ja erwähnt bei Bester Actor. Obwohl ich glaube, das wird Chadwick Boseman werden, auch posthum und so weiter, um das auch ein bisschen nach vorne zu stellen. War ja in der Vergangenheit immer so ein Thema mit Oscars so white und so. Ich glaube, da werden sie ihm posthum auch den Oscar anerkennen. Beste Schauspielerin, haben wir da was gesehen gehabt? Nee, hat man gar nichts hier besprochen. Also wir müssen noch einiges nachholen, sehe ich da. Und irgendwas, was heraussticht. Gucken. Ja, Original Song, Husavik. Ach stimmt, darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Husavik, My Hometown ist nominiert. Was ich aber sehr schade finde. Ja! Was? Ja, das ist toll. Ich liebe den Song. Ach so, das war jetzt irgendwie ein bisschen zeitverzögert. Kann ich doch was dafür. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die das natürlich nicht live performen können. Sonst haben die ja immer Live-Performance gehabt auf der Bühne. Und ich glaube, die werden das bestimmt auch so machen wie die Globes, dass die das so mit Videoschnitt und so machen, dass dann die Songs nicht live performt werden. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich gern gesehen, dass Will Ferrell und wie hieß die junge Dame? Rachel Adams. Rachel Adams. Aber die singt ja nicht im Original. Ja, aber dass die da vielleicht mit auf der Bühne... Ist nicht Rachel McAdams? Nee, die Rachel Sängerin. McAdams? Die echte Sängerin, glaube ich. Ach so, oder? Die echte. Das weiß ich nicht. Ja, das hätte ich gern gesehen. Da wäre bestimmt Will Ferrell auch mit auf der Bühne. Rachel McAdams, Entschuldigung. Ach so, doch. Okay.
Naja, was haben wir hier eigentlich bei, jetzt muss man ganz kurz gucken, beste Sound, Original Song, Original Score. Ich gucke gerade hier, bester animierter Kurzfilm, Burrow, ja. Genius Loki, If Anything Happens, I Love You, Opera und Yes People. Ich glaube, da ist jetzt nichts dabei, was hier aus deutschen Landen stammt, weil wir hatten ja immer mal das Glück, dass hier jemand aus Ludwigsburg oder Stuttgart von den Animationsschmieden hier vertreten war bei den animierten Kurzfilmen. Da ist diesmal, glaube ich, nichts dabei. Und bei den animierten Langfilmen, ja, Onward, Over the Moon, Shaun the Sheep, Shaun the Schaf-Film hier, Farmageddon, den hatten wir ja sogar in der Sneak mal gehabt hier. Dann Soul, den haben wir auch besprochen. Und dann kommen noch Wolfwalkers. Sagt mir jetzt nichts. Aber leider nichts hier vom Trickfilmfestival. Aber wird wahrscheinlich dann vielleicht auch ein paar von den Nominierten dann dort im Trickfilmfestival laufen. Ja, bin sehr. Ich verstehe übrigens nicht, wie man Jaja Ding Dong nicht nominieren konnte. Aber ja, was weiß ich schon. Das habe ich auch getwittert. Ich hätte ja lieber Jaja Ding Dong da gehabt. Aber ich könnte mir fast denken, dass sie den nicht komplett durchproduziert haben, weil du hast ja immer nur so eine halbe Strophe da gehört. Was natürlich witzig ist, aber ja, den anderen haben sie ja richtig produziert. Na gut, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Die 93. Academy Awards, die am, wann werden die eigentlich verliehen? Hier steht gar kein Datum. Ach hier, 25. April. April 25. 25. Ja. April. Obwohl, hier steht sogar, take place in the Dolby Theater and Union Station, okay. Na, mal schauen. Bin gespannt, wie sie es machen werden. Ob es auch so cool wird wie die Globes, wir werden sehen. Und wer da den Host macht. Dann kommen wir mal zu den Serien. Serien. Dann würde ich mal sagen, erzählt mal was über Falcon and the Winter Soldier. Die ganz, ganz brandneue. Neue Marvel-Serie. Brandneue Serie. Ganz, ganz schnell. Ja, mach mal wirklich ganz kurz. Die erste Folge ist jetzt da. Erik hat es noch nicht gesehen. Spoilerfrei auch für alle, ja, oder? Ja, The natürlich. Falcon and the Winter Soldier haben eine eigene Serie bekommen jetzt auf Marvel. Das heißt, es geht fließend weiter nach WandaVision, geht es mit der nächsten Barnes. Serie weiter. Ja, Bucky Barnes, genau, danke. Wo quasi in das nächste Marvel Cinematic Universe nächste Phase reinführen sollen, was ich eine sehr, sehr coole Idee finde. Und in der ersten Folge jetzt von Falcon and the Winter Soldier wird beiden Figuren erstmal ganz arg viel Tiefe gegeben, die sie bisher in den Marvel-Filmen so nicht hatten. Und das finde ich relativ stark, das hat mir sehr gefallen. Es wird auch gleich mal ein bisschen actionreich und durchaus auch emotional. Und es hat einen Cliffhanger in der ersten Folge, wo du dranhängst und dir sagst, Alter! Was? Ja. Come on! Und ja, das ist die erste Folge. Ich fand es sehr cool, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Und es wirkt auf mich jetzt schon wirklich, im Gegensatz zu WandaVision, wie ein wirklich 6-, 7-, 8-teiliger Film. Ah, okay. Aber, wie gesagt, muss nicht schlecht sein, sondern geht von der Qualität her wirklich in diese WandaVision-Richtung auf jeden Fall auch. Also die wissen, was sie tun. Und Erik, schaust dir auf jeden Fall an. Ja, ich werde es gleich nach der Sendung dann gucken. Kannst du mir das mal zeitlich einordnen, wann das spielt, gemessen an den Filmen, oder ist das nicht fassbar? Nach Endgame. Nach dem Blip. Nach Endgame auch, also genauso wie WandaVision. Also, genau, also okay. Der Blip war geschehen und wieder rückgängig gemacht. Ja. Nach dem Tod von Tony Stark. Okay. Und ja. Nach der Übergabe vom Schild. Nach der Übergabe genau, vom das Schild wurde Captain übergeben. Okay. Ja. Ah, okay, alles klar. Genau. Also, nehmen wir an, es geht nicht um Infinity-Steine hier. Okay. Nein. Na, da bin ich gespannt. Ich guck's nachher gleich. Und es gibt natürlich wieder einen Bösen. Also es gibt jemand Bösen, der was Böses anstellt. Und irgendwie werden die da wahrscheinlich noch mit reingezogen. Das wissen wir nicht. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich saß am Ende vor dem Fernseher aufrecht, weil ich schnuckel mich ja normalerweise aufs Sofa. Und dann kam diese Endszene und ich saß aufrecht auf dem Sofa und hab gedacht, wollt ihr mich verarschen? Das ist ein richtig nicer Cliffhanger. Ich freue mich richtig auf die nächste Folge, weil dann, wenn die das nicht rückgängig machen, bringe ich alle um. Ich habe eine Vermutung, Böse ist der weise Vision. Nein. Na gut,
bin sehr gespannt. Angucken. Ja. Angucken. Vielleicht können wir dann über die Folge der Woche dann reden, dann jeweils immer. Ja, Kate, ja. Wir haben uns eine Serie gegeben, Tribes of Europa. Ich habe sie ehrlich gesagt angefangen, weil ich sie mal erwähnt hatte, dass wir das noch doch mal schauen können, für Fortsetzung folgt. Und wir werden das dann nächste Woche dann besprechen. Ich habe da nur so rudimentär Sachen erfahren drüber, nämlich, dass die Serie von den Machern von Dark ist, was eigentlich schon mal jetzt bei mir, ja, weckt gewisse Erwartungen, sage ich mal, weil Dark habe ich schwer reingefunden, hat mich aber dann extrem in Bann gezogen bis zur letzten Folge und das habe ich mir eigentlich hier auch erhofft von Tribes of Europa. Und hier ist es so, das Setting ist, dass es in Europa, es gab irgendwie mal, gab es da einen Krieg oder irgendwas, also irgendwie ist alles, Europa ist total zersplittert, es leben nur so gewisse Stämme. Ja, es gab den schwarzen Dezember, einen Blackout, den großen Blackout, alle elektrischen Geräte haben aufgehört zu funktionieren, kein Strom mehr, keine Elektrik, gar nichts, tot, alles, Ende, kein Internet, nada. Jetzt bist du wieder dran. Ach so, ja. Und das hatte dann zur Folge, dass es dann so diverse kriegerische Auseinandersetzungen gab. Diese ganzen, ja, das führt natürlich alles zu Auseinandersetzungen, weil manche haben Ressourcen, manche haben halt keine. Und es haben sich halt so Stämme gebildet innerhalb Europas, die jetzt nicht mehr mit den bisherigen Ländern oder irgendwas zu vergleichen sind. Und deswegen heißt es eben auch Tribes of Europa. Und wir lernen die erstmal so Geschwister kennen, die leben im Stamm der Origins, nennen die sich. Die sind halt eher so naturverbunden und ich würde fast sagen so elmisch, also weiß nicht, die haben halt wirklich überhaupt keine Technik mehr, während andere, die haben halt dann schon die technischen Sachen noch irgendwie gelootet, die es zu looten gab und haben daraus irgendwie Steampunk-mäßig was gebaut oder haben sich da auch weiterentwickelt. Das erinnert an diverse Computerspiele, Chris, deswegen könnte es vielleicht für dich auch nicht uninteressant sein. Also wenn dann wirklich so Technik, so Artefakte dann irgendwie in Gang gesetzt werden und neu zusammen kombiniert werden und manche haben halt da Möglichkeiten und eines Tages stürzt halt über diesen Origins, die halt wirklich schon seit Generationen dann im Wald leben und da ihr Walddinger da haben, stürzt halt plötzlich ein Raumschiff ab und die wissen halt gar nicht, was da Phase ist und da ist auch noch einer drin, der das nicht überlebt, diesen Absturz, also der kann noch ein paar Worte sagen, wie es halt immer so im Film ist und dann stirbt er halt und der übergibt halt dem einen so ein Cube, so ein Würfel, der sich so komisch bewegt und da ist auch so ein Licht drin und sie merken schon, dass sie da irgendwas Besonderes haben und der Pilot sagt ihnen auch, hier passt da gut drauf auf und bringt den mal zurück hier zu meinen Leuten und ja, blöd nur, dass dann auch andere Fraktionen auf der Suche sind nach diesem Cube und weil der auch einiges Wert, einen gewissen Wert hat, versuchen dann auch diverse so Raider dann irgendwie versuchen habhaft zu werden, um den zu verkaufen und ja, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, also jedenfalls ist dann die eine junge Frau dann alleine unterwegs und parallel ist ihr Bruder entführt worden, der ist von einem anderen Stamm gefangen genommen worden, ist dann so eine ganz dubiosen Welt, die erinnert sehr an Mad Max, Donnerkuppel hier, den dritten Film und so richtig so Steampunk-mäßig sind die unterwegs, haben aber auch schon gewisse Technik und haben ganz seltsame Rituale und das wirkt auch eher wie so ein Matriarchat, dass da die Frauen die Herrschaft haben in diesem Tribe und die gehen mit den Männern ganz seltsam um. Und letzten Endes ist es eigentlich eine total weirde Serie aus der Rubrik, was könnte alles so passieren, wenn die komplette Menschheitsgeschichte einfach mal weggewischt wird und jeder kann neu anfangen. Das erinnert halt auch irgendwie an irgendwelche Computerspiele, wie zum Beispiel Rust oder irgend sowas, wo du halt wirklich irgendwo hingeschmissen wirst und kannst dich da komplett selber, musst bei null anfangen, erstmal lernen, wie du Sachen craftest und dann irgendwie bis hin zu irgendwas bauen, was du entwickeln kannst und so ungefähr ist es hier auch und wir verfolgen da die Geschichte von zum einen der jungen Frau und zum anderen dem jungen Mann und ja, der eine lernt dann auch noch so ein Fahrer kennen, der hat sich so ein Auto irgendwie zusammengeschraubt oder irgendwas und der will mit dem dann halt da hinfahren zu dieser anderen, zu dem anderen Tribe, um da den Cube zu übergeben und die werden halt extrem gejagt und
ich fand das am Anfang extrem seltsam. Also ging es mir bei Dark auch. Ne? Und deswegen habe ich gedacht, okay, so ging es da bei Dark auch. Dann hast du aufgehört und irgendwann haben die alle gesagt, das ist gut. Und dann hast du wieder angefangen und dann warst du doch begeistert. Deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich hier nicht den Fehler. Jetzt gucke ich das gleich mal alles. Und ich muss sagen, ist jetzt nicht so gut wie Dark. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Das ist auch so ein bisschen alleinstehend, Dark, die Serie. Das kann man nicht so leicht nachmachen mit den ganzen Zeitsprüngen und mit den ganzen Erzählstruktur. Das ist halt wirklich so ein Endzeit-Ding, wo wirklich die in diesem Wasteland, was halt hier Europa ist, mit irgendwelche seltsamen Gebäude und sowas. Und ja, ich mochte es trotzdem irgendwie. Also ich mochte es sehr, sonst hätte ich es nicht bis zum Ende. So ging es mir auch, weil, also am Anfang, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, ich so, ach du Schande, irgendwie ist es strange. Und dann ist mir aufgefallen, dass die teilweise auch nicht ausschließlich Deutsch reden. Also ich habe das in kompletter deutscher Synchro geguckt. Du kannst aber auch im Deutsch-Original gucken. Das habe ich. Und dann wird auch Französisch, glaube ich, und auch Englisch gesprochen. Das ist dann immer untertitelt. Was dann einfach auch zeigt, dass es wirklich eine europäische Produktion quasi ist. Dieses ganze Europa-Feeling kommt erst dann, wenn du es wirklich im Original guckst. Aber es was ja hauptsächlich deutsch ist. Und also ich fand es sehr, sehr interessant, dass diese Familie, diese drei, also eigentlich sind es ja vier Familienmitglieder, die quasi voneinander getrennt werden. Und dass du aber diese drei Werdegänge der Kinder, also der Geschwister, verfolgst, was auch teilweise echt brutal ist. Also wenn ich den ältesten Jungen, wenn man dem seine Geschichte verfolgt innerhalb der Serie, was dem alles zustößt, ist schon hart. Also hätte ich nicht gedacht, dass wir das so krass in der deutschen Serie sehen werden. Von einer Frau vergewaltigt wird. Ja, Spoiler! Alter! Mein Gott, warum sagst du sowas? Spoiler, das war voll der What the Fuck-Moment bei mir. Ich muss die Leute ein bisschen anteasern, dass sie das gucken. Ach so. Jetzt ist der Chris gerade aufgewacht. Okay. Reden wir noch über Tribes of Europa? Ja. Und auch die Geschichte von dem Jungen, von dem Kleinen, also das Bild von dem Mädchen hat mich am wenigsten interessiert irgendwie. Aber das von dem Jungen mit dem Cube und was hinter diesem Cube steckt und diesem Atlantianer, der da abgestürzt ist, witzigerweise auch Atlantianer, ja, also Atlantier, sagen wir. Atlantier, ja. Fand ich sehr, sehr, und vor allem, ich fand dann halt das Ende sehr geil, weil ich war so richtig angeteasert plötzlich, so die letzten zwei Folgen war ich so richtig angeteasert und wollte noch mehr wissen und wollte wissen, was ist denn jetzt dieser scheiß Cube, gib mir mehr Infos. Und dann ist die Serie zu Ende, wo es eigentlich erstmal richtig interessant wird, ist die Serie zu Ende. Also ich hoffe sehr, dass da eine zweite Staffel kommt, weil sonst bin ich sehr, sehr traurig. Nicht weil die Serie bombastisch gut war, weil es ist halt eine deutsche Produktion, es ist nicht Dark. Aber es ist halt schon gut gemacht. Aber ich würde halt wirklich gerne wissen, was es mit diesem Cube auf sich hat und wie das weitergeht. Einfach Interesse halber, sorry technisch, würde ich es einfach gerne wissen. Möchte ich gerne eine zweite Staffel sehen. Ist einfach so kann abgefahren. Kann man durchaus angucken. Ist einfach so abgefahren. Ja, ich mag das, dass die da wirklich schon. Es ist wie bei so einem, weiß nicht, irgendwie Roleplay, irgendwie bei so irgendeinem Spiel, wo irgendein Spielleiter so eine Geschichte entwickelt. Ja, du kommst jetzt dahin, was machst du? Und dann passiert das. Also wirklich so total abgefahren. Du weißt gar nicht, was da jetzt genau, was da so passieren wird. Und ich fand auch, die letzte Folge war natürlich die stärkste, weil da kommen irgendwie so die Storylinien so ein bisschen zusammen aus der ersten Staffel. Und es hat ja nur 6 Folgen. Es war auch ein bisschen überraschend. Ich dachte, okay, jetzt geht es noch weiter hier. Aber ging dann doch nicht noch weiter. Und ich bin gespannt, was sie da noch machen. Es hat mich an was erinnert, als ich Teenager war. Walking Dead, Mad Max. Aber als ich Teenager war, gab es eine Serie, die hieß The Tribe. Das waren auch, da lebten Jugendliche auch in Stämmen, weil ein Virus alle Erwachsenen getötet hat. Oh, Foreshadowing. Und die Kinder haben dann in Tribes gelebt und auch sich so gegenseitig bekriegt und auch ganz abgefahrene Klamotten angehabt und sich so geschminkt und so bunte Haare. Aber die Serie sagt mir auch was, die lief relativ lange. The Tribe, das lief, ich glaube auch, dass das eine deutsche Produktion war.
Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Das habe ich damals geguckt und das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert. Oh, ich habe es gerade gefunden. Neuseeländische Serie, 250 Folgen. Deutsche Erstausstrahlung. Ja, neuseeländisch. Deutsche Erstausstrahlung war am 23. April 2001 auf dem Kika. 2001? Ja. Okay. Ja. Da habe ich das gesehen. Okay. Ja. Ich hab das, ich fand das echt gut damals. Also, das hat mich sehr daran erinnert. Kleine Empfehlung von mir für Tribes of Europa. Ja, von mir auch. Genau. Was ich nicht empfehlen kann, was ich auch geguckt habe, will ich aber jetzt nicht tiefer drauf eingehen, Big Sky auf Disney Plus, glaube ich. Oder Disney Plus? Apple TV Plus? Disney Plus, glaube ich. Puh. Disney Plus, glaube ich. Ja. werde ich aber mehr drüber erzählen, bei Fortsetzung folgt. Und die dritte Serie verrate ich nicht, über was wir da sprechen. Da müsst ihr dort reinhören. Wird wahrscheinlich eher erscheinen als unsere hier. Okay, dann bin ich schon sehr gespannt auf die Rätselecke. Rätselecke. Heute ist der Chris dran. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Trailer bekomme für Gut oder Glump. Gut oder Glump. So, da war. So, ich habe was vorbereitet für euch und zwar etwas in Anlehnung an die Filme, die wir heute geschaut haben oder für heute geschaut haben. Gott. Und zwar habe ich da etwas mehr mit den Schauspielern etwas rausgesucht ein wenig und ich möchte anfangen mit Songbird. Aus Songbird eine Schauspieler rausgepickt, eine Schauspielerin herausgepickt und zwar Demi Moore. Und ich möchte von euch wissen, Demi Moore hat zwei verschiedene Augenfarben, ja oder nein? Soll ich anfangen? Nein. Ich wollte auch gerade Nein sagen. Das ist falsch. Demi Moore hat tatsächlich zwei verschiedene Augenfarben. Weil sie hat so einen Augenfehler. Sie hat, glaube ich, grün und braun, irgendwie sowas. Aber machen die das aber sie dann hat zwei, also 0 zu 0. Machen die das dann im Film zurecht dann? Digital oder was? Ich kann mich da nicht erinnern. Vielleicht hat sie auch Kontaktlinsen drin. Vielleicht ist es auch ganz wenig, nur dass man es nur bei Nahaufnahmen sieht. Okay, wir bleiben bei eben diesem Film. Also 0 zu 0 nach der ersten Frage, sehr schön. Alles noch offen. In der Marvel Cinematic Universe Phase 5 wird Alexandra Daddario die Rolle des She-Hulk übernehmen. Falsch. She-Hulk. Dann sage ich jetzt mal, She-Hulk klingt immer so. Dann sage ich jetzt mal falsch. Ja, damit ich was anderes habe. Damit hier. Ich weiß, glaube ich, wer es ist. In der Tat steht die Rolle noch nicht fest. Das heißt, man kann es auch noch nicht sagen, ob es Alexandra Daddario wird. Deswegen, also müssen wir das jetzt pausieren, für die Kate. Das Quiz, oder was? Nein, ein Punkt für die Kate. Weil okay. Zum jetzigen Zeitpunkt ein definitives Nein. Das heißt, 1 zu 0 für Kate. Aber ich dachte, da wurde Tatjana Mislani bestätigt, die seine Cousine spielen soll. Nee, bestätigt ist noch nichts. Ich habe extra geschaut. Ich dachte aber. Aber deswegen wusste ich, dass die entscheidende Frage. Jetzt. Vielleicht die absolut entscheidende Frage. Konzentrieren, vielleicht geht noch was. Jetzt geht's um Eddie Murphy, nämlich. Nach der Prinz aus Zamunda 2 dreht Eddie Murphy jetzt auch Beverly Hills Cop 4 und Auf der Suche nach dem goldenen Kind Teil 2. Nein. Es ist das, was der Erik sagt, es ist tatsächlich nein, weil Beverly Hills Cop 4 wird kommen auf Netflix, aber Auf der Suche nach dem goldenen Kind Teil 2 ist nicht geplant. Deswegen, ich habe extra zwei Filme reingenommen. 1 zu 1, oh Gott, okay. Wir kommen zur Schätzfrage. Ich hätte, ist das spannend mit euch? Oh je, das war jetzt aber eine knappe Geschichte, weil ich dachte mal ein Interview in Erinnerung zu haben, dass er gesagt hat, Beverly Hills Cop macht auf keinen Fall mehr einen Film. Doch, okay. Macht er. Ja, deswegen habe ich so sicher Nein gesagt, weil bei dem anderen war ich mir nicht sicher, also es ist genau umgedreht, okay. Okay, die Schätzfrage. Der, wo am nächsten dran ist, der gewinnt. Wie lang ist die offizielle angegebene Filmdauer von Zurück in die Zukunft? Oh Gott. Also. 98 Minuten. Länger. Okay, notiert. Was sagt Kate? 106 Minuten. Es sind tatsächlich 1 Stunde 56 Minuten. Damit ist Kate näher dran. 1 Stunde 56 Minuten? Achso, Moment. Wie viel ist das in 1 Stunde 56 sind... Was, 1 Stunde 6? Sind 116 Minuten. 116 Minuten, ja. Ich dachte, der geht, ich dachte, der geht knapp über 90 Minuten nicht, weil das war ja damals so die Zeit. Ich wusste, dass der über 100 Minuten geht, das war mir klar.
Kate hat gewonnen. 2-1 Sieg gegen Erik. Herzlichen Glückwunsch an die Kate, die dann nächste Woche. Die Königin wurde gekrönt. Ist nicht mein Spiel hier irgendwie. Du hast erfunden. Ja, ich weiß. Okay. Wer hat erfunden? So ist es. Der Schuster hat selbst die schlechtesten Schuhe. Ja. So, na dann. Auf in die Musikecke hier. Oh. Music. Ich hatte am vergangene Woche hatte ich mit einem Kollegen gesprochen über eine der vielen Webkonferenzen. Da sind wir irgendwann, wo wir fertig waren mit den dienstlichen Themen, sind wir irgendwie ein bisschen auf Filme gekommen, was er gerade geguckt hatte und so. Und da sind wir irgendwie auf den Marsianer gekommen. Was ist denn hier für Musik? Entschuldigung. Bin auf einen Link gekommen, Entschuldigung. Sind wir irgendwie auf den Marsianer gekommen. Tatsächlich, der kannte den Film nicht. Und da habe ich den... Ja, gedacht. Dann hast du die Freundschaft beendet. Hab ich in den Film mal wärmstens empfohlen und hatte dann... Hast du den Call beendet? Weil ich den... Nee. Er empfiehlt mir auch immer ganz gute Filme, die ich noch nicht kenne. Und da habe ich ihm den wärmsten empfohlen, da hatte ich dann Lust bekommen, den nochmal zu gucken. Und weil ich die Extended nur mal so kurz geschaut hatte bis jetzt, habe ich mal die Extended mal geschaut von Marsiano. Und da kam natürlich auch wieder von David Bowie Starman, den möchte ich immer draufpacken. Ich hatte... quasi die ganze Woche über einen absoluten Favoriten, aber habe den jetzt zurückgestellt nochmal, weil ich den immer wieder nochmal nehmen kann. Und habe mich jetzt entschieden für Bobby Sessions und Megan Thee Stallion, I'm a King aus dem Film Prinz aus Zamunda 2. Ah. I'm a King. Ich dachte, jetzt kommt bei dir Viva Colonia oder was man da gerade im Hintergrund gehört hat. Hier. Genau, von mir kommt Karnevalsmusik. Und Kate? Ich nehme den Song von Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Sehr gut. Werde ich danach auf unsere Spotify-Playlist draufpacken, die ihr auch abonnieren könnt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Auf Spotify zu finden unter Kinocast Songs. Ja, unter Kinocast gibt es den normalen. Und ja, dann allen vielen Dank fürs Dranbleiben, dass ihr den Podcast abonniert gehalten habt, obwohl es jetzt immer... bisschen Probleme gab. Ich weiß gar nicht, wie es dann, wenn man den refresht, nee, kommt eigentlich keine Fehlermeldung. Da sagt halt nur keine neue Folge da. Ja, und auch alle, vor allem an die Patronen, die uns da unterstützen bei Patreon. Vielen Dank, dass ihr die Stange haltet und dabei bleibt. Und ja, ich hoffe, wenn ihr die Folge jetzt hört, dass dann die Fehler komplett behoben sind und die Seite nicht wieder offline geht. Aber man weiß ja nie, man weiß es nicht. Dann bleibt alle gesund. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald. Tschüss. Au revoir. Wiederhören. Ciao. Wiederhören, das ist mein Baba. Spruch. Baba. Ja, hast du ja nicht gesagt. Ja. Ich küsse dein Auge. Bis bald im Kinocast.